Hi, lass uns schnell in eine neue Zusammenstellung toller Aufnahmen hineinspringen. Und uns einige der verrücktesten, beeindruckendsten und lustigsten Momente ansehen. Los geht's! Falls du der Meinung sein solltest, dass du mit etwas Nutzlosem beschäftigt bist, dann erinnere dich einfach an diesen Mann. Der seine Flipflops ausgezogen hat, um sie nicht schmutzig zu machen. Die exotischste Art, seinem Nachbarn eine Lektion in Sachen Falschparken zu erteilen. In den Gewässern von Florida gibt es etwas viel Schrecklicheres als Alligatoren. Last words? None. Es gibt keine hoffnungslosen Situationen, sagten sie. Von dem brutalen Kerl zu einer kleinen Fee. Bro, look at this snow. Oh my shoe. No! You're not, you're dead ass right now. Are you? Das war wohl seine letzte Chance, gerettet zu werden. Kurz über die Kraft der Selbsthypnose. No. Denk daran, der gefährlichste Feind, dem du jemals begegnen kannst, bist du selbst. I'm videoing you. Eine sanfte Art, ein mieses Date zu beenden. Please follow me, please follow me. Oh!
There's no way. Calm down. Wer hat gesagt, dass man über seinen eigenen Schatten nicht springen kann? Im Falle dieses Paares ist die Liebe keine Chemie, sondern Physik. Dad! Allein für seinen Schwanz hätte man die ganze Sitzreihe buchen sollen. Die einzige Haltung, die es mir ermöglicht, gerade vor dem PC zu sitzen. Der absolute Fruit Ninja Champion im echten Leben. Mit ihnen könnte man den Film Matrix auch ohne Spezialeffekte drehen. In Vietnam kennen sich die Leute definitiv mit Multitasking aus. Ein Lifehack, wenn du im Fitnessstudio mehr Platz brauchst. Das wird man sich mehrmals angucken müssen, um den Sinn zu verstehen. So sieht Bedauern aus. Here, let me help you. Where's my... Let me help you.
So habe ich gelernt, dass ein Eiskunstläufer zum Trainieren nur einen Meter braucht. Und dass mein Nachbar von oben offenbar nachts für die Olympischen Spiele trainiert. Er scheint einen Stundenlohn zu bekommen. Hey, Jan. Das bedeutet es, intelligenter und nicht härter zu arbeiten. Eine echte Lady weiß, wie man graziös und anmutig aus dem Bild verschwindet. Das ist zweifellos die brutalste Flaschen-Challenge der Geschichte. Sag bloß nicht, du hättest es nicht gerade versucht nachzumachen. Keine Ahnung wozu, sieht aber ziemlich beeindruckend aus. And have a happy and safe journey home. And for our guests who parked in our Chippendale parking lot, please make sure you use the crosswalk. The crosswalk is your one and only access into the Chippendale parking lot. Sieht so aus, als hätte der Typ mit dem Fass Konkurrenz bekommen. Wer braucht schon diese Therapiesitzungen, wenn es solch einen Spielautomaten gibt? Ein Versuch, einen Trick auf dem Skateboard zu wiederholen, wenn man über 30 ist.
Mit nur 7 Jahren Pech kommen sie eindeutig nicht davon. Let's not break Mommy's bunny.